ich glaube, es war für die anderen Leute auch schwierig, mit mir umzugehen, weil sie mich wie so ein Schiebebildchen gesehen haben. Diese Schiebebilder, wo so oben ein Kopf ist, so drei verschiedene, dann in der Mitte so drei verschiedene Mittelteile und dann so, weiß nicht, drei verschiedene Beine. Und man kann die halt lustig zusammensetzen, wie man möchte. Und natürlich passen die irgendwo zusammen, wenn du dann die richtige Kombi hast. Aber wenn du halt den Kopf von Person A, den Körper von Person C und die Beine von Person B hast, stimmt das ja irgendwie nicht. Und beim Hingucken fällt ja auf, dass das nicht stimmt. Und ich glaube, das war für diese Menschen so. Also, dass ich ihnen auch einfach was ausgestrahlt habe, was sie sich visuell nicht zurückholen konnten. Ich glaube, das war auch schwierig, zwischenzeitlich für die Menschen in meiner Umwelt. Ja. Ich wüsste nicht mehr, wann ich das erste Mal von, sagen wir mal, einer sexuellen Vielfalt gehört habe. Das war, ich weiß es nicht, ich wusste es einfach. Das ist wie mit, woher wissen zwei Zweitklässlerinnen damals noch, wie das mit Transsexualität funktioniert. Ich wusste es einfach. Also es war jetzt kein Schlüsselerlebnis, wo ich die Bravo aufgeschlagen habe und dachte, ach, das gibt es auch, sondern es war ein Wissen da. In der Schule würde mir auch eigentlich nicht einfallen, dass wir irgendwann mal was zu dem Thema gemacht haben. Wir haben in der 12 bei Genetik, haben wir kurz das Thema Intersexualität angeschnitten. Ja, so ein Prozess startet eh erstmal mit sich selber, dann geht es weiter mit einem Umfeld, dann halt zu einem Psychologen, mit dem man sich erstmal ewiglich darüber unterhalten muss, dass man auch tatsächlich transsexuell ist, sich nicht richtig in seinem Körper fühlt und nicht irgendwelche anderen kruden Dinge darauf projiziert oder so. Ich meine natürlich, das ist ja auch ein Prozess und wenn der Psychologe am Anfang schon erkennt, nee, das ist nicht so, dann kann man sich auch selber viele sparen, ja, das ist also nicht schlecht. Und wenn man sich da die Geeigneten sucht, die damit auch schon Erfahrung haben, dann sehen die das im Grunde nach dem ersten, zweiten Treffen, also da ist ja dann. Was ich dazu sagen muss, so ein Prozess ist ja auch immer unterschiedlich. Also ich werde jetzt natürlich nur meine Geschichte darstellen. Nachdem ich mich ewiglich mit meinem Psychologen unterhalten hatte, also bestimmt auch so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, der im Übrigen auch nebenbei meine Mama, glaube ich, auch noch therapierte, war ich halt das erste Mal beim Endokrinologen. Das ist ein Hormonarzt. Da geht man eigentlich immer auf Probleme mit der Schilddrüse. Ich fand den Fragebogen auch so toll, so, wegen welcher Krankheit sind Sie hier? Wo ich dann auch einfach hingeschrieben habe, ich wusste gar nicht, dass Transsexualität eine Krankheit ist. Die Arzthelferin hat mich auch ein bisschen skurril angeguckt, aber wir mögen uns auch nicht. Wir haben uns beide angeguckt und wussten, das gibt nichts, das ist einmal super, wenn sie mir Blut abnimmt. Freuen wir uns immer weiter drauf. Kriegt man halt so, also dann wird erst das Blut analysiert. Ob man gegebenenfalls schon von Geburt an einen zu hohen Testosteronwert hat, dann, wenn das der Fall sein sollte, dann wird eine Chromosomensatzanalyse gemacht. Also dann wird das alles nochmal ganz speziell, um halt auch Intersexualität auszuschließen, was aber bei mir auch der Fall war. Und dann geht es eigentlich los mit dem Testosteronpräparat. Ein unglaublich aggressives Zeug, also das ist schon der Hammer. Also ich bin im Grunde wieder in die Pubertät gekommen. Was nicht schlimm war für meinen Körper zumindest. Er dachte, ja gut, dann machen wir Runde 2, ach scheiß drauf. Ich kann behaupten, weibliche Pubertäten sind emotional wesentlich anstrengender, männliche Pubertäten sind körperlich wesentlich anstrengender. Also man kriegt Muskelkrämpfe. Also ich habe nachts auch kaum noch geschlafen, weil mir einfach alles wehtat. Am Anfang hat mein Körper auch auf das Präparat reagiert wie eine Grippe. Am Anfang war das halt alle 2 Wochen, brauchte ich halt die Testosteronspritze. Freundlicherweise hat mein Orthopäde sich auch dazu bereit erklärt, mir die Spritzen zu setzen, weil ich habe nicht immer Lust, zu meinem Endokrinologen nach Essen zu fahren. Am Anfang halt alle 2 Wochen, damit das Östrogen noch unterdrückt wird. Weil die Schilddrüse kann nicht unterscheiden, also sie weiß, es ist ein Geschlechtshormon da, sie kann aber nicht unterscheiden in Östrogene und Testosteron. Und wenn dann halt die Gebärmutter fragt, hör mal, soll man da produzieren, dann sagt sie, nee, ich hab genug. Und deshalb werden dann auch einfach keine Östrogene mehr produziert. Und dann zwischenzeitlich sollte man langsam mal sich um die Vornamensänderung kümmern, also der ganze Papierkrieg beginnt. Landgericht, im Grunde, also meine Mama war so freundlich und hat mir diesen ganzen Bürokratie-Scheiß abgenommen, weil die doch einfach wesentlich versierter ist. Im Grunde habe ich einen Antrag gestellt,
dass ich gerne meinen Vornamen ändern würde und musste halt die Indikation von meinem Psychologen da dranhängen, dann ist halt nach Düsseldorf. Ja, wie man es erwarten würde, dauert das alles. Aber dann muss man sich erstmal mit zwei Gutachtern unterhalten, die dann auch nochmal selber Gutachten erstellen, die eigentlich da auch sehr freundlich sind. Also ich bin generell auf meinem ganzen Weg nie einer unfreundlichen Person begegnet, sondern immer nur Menschen, die es wirklich gut mit mir meinen. Ja, und parallel läuft halt so die Überlegung so, wenn man sich operiert, welche OP zuerst, wo. Ich habe mich dann halt für Troisdorf entschieden, als erstes für die Mastektomie. Das ist halt die Brustabnahme. Die kann auf verschiedene Arten und Weisen laufen. Da ich mit 75C sehr gut ausgestattet war, war bei mir klar, dass die Brüste halt komplett im Grunde abgeschnitten werden müssen. Durch das Testosteron waren sie auch schon geschrumpft. Aber jetzt nicht irgendwie, es ist kein Körbchengröße oder so, sondern das ist, man merkt es aber jetzt nicht so immens. Also bei Leuten, die so eh schon so eine A-Körbchengröße haben, dann ist das mit dem Testo auch meistens, dann ist okay. Aber bei 75C nicht, nein. Und dann habe ich mich am 1. Oktober 2010 in Troisdorf unter das Messer legen lassen. Und ja, bin dann auch ziemlich glücklich aus der OP wieder aufgewacht. Und meine Oma hat mich noch danach gefragt, und was war dein erster Gedanke, nachdem du aus der OP wach warst? Vater, hast du einen dicken Bauch? Weil man guckt ja plötzlich nicht mehr auf die Brüste, sondern auf den Bauch, der dann ja auf einmal immens viel größer erscheint. Aber sonst, ich bin, was OPs angeht, meistens ziemlich zäh. Hobbypsychologen in meinem Freundeskreis schließen das natürlich darauf, dass ich das ja alles möchte. Bei einer Blinddarm-OP wäre ich natürlich 2 Wochen lang weg. Aber die anderen OPs hatte ich innerhalb, also nach der Mastektomie war ich, glaube ich, nach 6 Tagen wieder draußen. Also das war schon sehr zügig. Ja, dann kam die Hysterektomie. Das ist halt, Gebärmutter muss raus, Eileiter muss raus, halt alles, was da unten so rumfleucht, was da eh kein Platz hat. Sollte eigentlich im Dezember sein. Nur leider habe ich mir eine Bronchitis eingeholt und mit Narkosemittel. Und Bronchitis ist nicht so das Gelbe vom Mai, deshalb wurde die dann nochmal verschoben auf Januar. War aber dann auch okay und da war ich auch nach 4 Tagen wieder zu Hause. Also die OPs sind nicht schlimm. Man ist auch gut versorgt und man ist auch gut betreut. Und vor allem hat man auf den Stationen nicht das Gefühl so, hihihi, guck mal, der ist ein Transmann, sondern da waren eh noch 3 andere in der Zeit, wo ich dann da war. Und das war einfach okay. Also da ist man nicht irgendwie Sonderling oder sonstiges. Man ist da Patient und das ist gut so. Ja, und dann kommt ja im Grunde, das ist ja nur das Vorgeplänkel. Dann geht es ja wirklich ans Eingemachte. Dann stellt sich die Frage, Penoidaufbau, ja, nein. Wenn ja, wo, wie? Das ist auch abhängig vom Standort, klar. Ich habe mich dann für Dr. Lidl in München entschlossen, der schon sehr versiert auf diesem Themenbereich ist, auf diesem Gebiet. Und war da jetzt im Juni, glaube ich. Und der hat halt, der macht das in 4 verschiedenen OPs. OP Nummer 1 ist der Penoidaufbau. Also es entsteht ein kleiner Penoid, die Scheide wird verschlossen, die Schamlippen werden mit dem Kitzler zusammengeführt und dann entsteht im Grunde ein Penoid daraus. Der kann auch noch nicht viel, ich kann im Stehen pinkeln. So, sonst kann er noch nicht so viel. Dann die 2. Stufe des Penoidaufbaus ist dann halt da, wo es dann wirklich das, was man kennt, mit der Arm wird, der Unterarm wird auseinandergenommen. Da muss man auch schon ziemlich lange dann im Krankenhaus bleiben, schon so 21 bis 28 Tage. Und da stelle ich zurzeit noch fest, so, ich glaube, da bin ich auch noch nicht bereit. So, ich bin weder bereit für die Narbe am Arm noch für die ganze Zeit, die man da im Krankenhaus liegt. Ich meine, es ist ja schön und gut, wenn man sich gut betreut fühlt, aber ein Krankenhaus ist trotzdem kein schöner Ort, egal wie Grey's Anatomy das darstellt. Dann kommt die 3. OP. Da ist dann die Glanzoplastik, ist das. Da wird die Eichel im Grunde nochmal abgesetzt, damit das Ganze nicht aussieht wie eine angetackelte Salami, sondern schon Ähnlichkeit mit dem Original hat. Da wird dann auch ebenfalls die Hodenimplantate kommen dann dran. Und bei der 4. OP wird halt noch die Wasserpumpe eingebaut, damit ich halt auch eine Erektion haben kann und natürlich trotzdem weiterhin Sex haben kann. Was nicht heißt, dass ich jetzt zur Zeit keinen Sex habe, aber das ist dann halt komplett klassisch heterotechnisch möglich.